Guten im Übrigen, wer auch immer da am Kauen ist. Muss wer? So, das ist eine richtig krasse Abnahme. Okay, passt. Also hier ist gut. Da ist so mittelgut. Und wir sehen, also zu der Frage, ob wir wirklich genug Eisenplatten hierher bringen, locker. Hier bewegt sich ja kaum was. Und wir haben hier immer noch Spiel. Also wir müssen auf jeden Fall noch upgraden, weil wir sehen hier hinten, das sollte langsam weniger werden. Also müssen wir die Anlagen erstmal hier alle erweitern. So wie unten. Deswegen cutten wir mal hier und cutten da. Packen die Dinger mal wieder weg, weil die eben weg sind. Hey, Ralf, GZ, GZ in der Arena. Haben wir das so lang? Wir haben es bis hierher. Machen wir es mal einfach gleichmäßig. So, jetzt verfalle ich natürlich wieder meinem alten, dass ich hier automatisch das so setze. Aber ist auch okay. Da ist der Strommast und da ist der Strommast und da geht's nicht mehr, dann lassen wir's da. Ah, wir können aber noch eine Anlage setzen, warte. Das geht auf jeden Fall. Brauchen wir das da und das da nicht. So. Dann da noch hin. Ach toll, erst rote Fließbänder weggeschmissen, jetzt brauche ich sie wieder. Immer das gleiche mit den Fließbändern. man hört ein leichtes Knabbern. Was gibt's denn Schönes? Kessel, Chips, Crosscut, Ranch Style. Das ist neue Sorte. Guten Hunger. Also knusprig sind sie. Ja, das ist definitiv. Das war schon eine ganze Weile, aber jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Das können ja jetzt gut 60, mindestens 60 Leute bestätigen. Oh, halt. Ah, das ist schon blau. Okay, das da noch. Ich hoffe, ich habe noch zwei Belader. Jawohl, habe noch zwei blaue Belader. Sehr gut. Also, dann gehen wir jetzt hier mit blau rein. Das ist ja cool. Zack. Ja, das sollte man auf jeden Fall jetzt bemerken. Ja, geht langsam hoch. Mist, Arena verpeilt. Ha, kommt ja wieder. Oh, achso, Dossi, weißt du zufällig die Folge, wo ihr den Fließband-Setzmods vorstellt? Bei mir zickt es ja und funktioniert nicht, wie es soll. Stimmt, da wollte ich dich eh fragen. Ich habe es nämlich nicht ganz genau kapiert, was bei dir nicht funktioniert hat. Aber ich kann es dir einfach gerne mal hier kurz zeigen. Vielleicht hattest du auch das falsche Fließband, weil du meintest ja, du setzt und es passiert nichts. Also erstmal die Frage, hast du die Replicating Belts benutzt? Also hier Replicating Fast oder Replicating Transport oder wenn man hier guckt, also diese Bauschiene hier. Nicht die hier, sondern die da hier. Hast du die benutzt? Weil das ist quasi das Wichtigste daran. Weil nur mit denen funktioniert es. So, bin dann auch mal weg. Bis morgen. Alles klar, Nova. Schlafe gut. Dankeschön fürs dabei sein. Und ja, bis morgen, ne? Keine Drohungen. Greifer fehlen. Ja, ich bin doch gerade am Erklären, Schachtels. Alles gut. Blaue, alles klar. Ja, ich habe unten eine Leiste. Wenn ich Shift drücke und drücke auf diesen Belting, dann kann ich nichts setzen. Ne, du musst da gar kein Shift drücken. Weil du hast die ja als Blaupause da unten drin, also hast du automatisch schon den Geistermodus aktiv. Das heißt, wenn du hier draufklickst, ohne Shift, einfach nur Linksklick, dann hast du automatisch diese Blaupause. Und wenn du jetzt eine setzt, hier eine setzt, hier eine setzt, ups, da habe ich daneben geklickt, dann passiert das. Also ohne Shift, ich drücke da keinen Shift. Und das funktioniert auch hier mit, wenn irgendwas im Weg ist, also wenn ich das so mache, dann setzt er da automatisch einen Tunnel. Teste es mal fix. Jo, mach mal. So, Warenhaus ist voll. Top. Sehr gut.
Das ist auch fast voll. Sehr gut. Das ist sowieso voll. Da brauchen wir auch nicht so viel. Das heißt, hinten ist auch schon voll. Das ist auch voll. Ach komm, dann lass uns. Dann bauen wir doch ein paar mehr, komm. So. Wollten ja die Anlage hier eh noch erweitern. Ich sehe gerade die Strommästen. Oh, die passen sogar, obwohl es so hässlich ist. Die Anlage erweitert, musst du aber teilweise auf blau hoch, ne? Ja, das ist ja kein Problem, haben wir ja. Okay. Aber wo willst du auf blau hoch? Am Ausgang musst du. Am Ausgang? Guck doch mal, wie wenig hier kommt. Achso, ja, gerade kam vorher die Fließbänder, deswegen wunderte es mich. Ja, weil Stau und so. Achso, also, war Stau, ja. Also es ging ja gar nicht mehr weiter. Okay. Schnaps. Ja. War kein Klosbad. So, ja, mit Tastatur. Hier seht ihr übrigens der Vorteil, wie wir hier gebaut haben, gegenüber dieser Anlage hier. Dadurch, dass wir das Fließband hier schon vereinen und dann rüberführen, müssen wir jetzt jedes Mal das hier abreißen und nach vorne ziehen. Während wir hier einfach setzen können und das hier so gemacht haben. Ist halt, ja, ein bisschen bequemer dadurch. Jetzt kein Riesenbau. Also, produktiv gesehen gleich, alles gut. Geht leider auch nicht. Es lässt sich nicht setzen. Das ist merkwürdig. Also du bist dir sicher, dass du die Replicating-Dinger hast. Und auch den gleichen Mod hast. Ich weiß ja nicht, ob es da noch ähnliche Mods gibt. Ich hoffe mal nicht. So, was fehlt hier noch? Eine Montage. Oh, ich muss gefühlt seit 3 Stunden aufs Klo bestimmt. Ich glaube, so langsam sollte ich doch mal kurz... Da bin ich froh, dass ich das vorhin war. Ja, ich war vor dem Stream auch noch, ne? Entweder musst du gleich Feierabend machen. Was? Oder... Warte, ich guck auf die Uhr. Ah, das halte ich auch noch aus bis zum Feierabend. Ich wollte gerade sagen. Das lohnt sich gar nicht, mal eine Pause zu machen. Aber was ich gerade feststelle ist, Kaindu hattest recht, aber nicht am Ausgang, sondern am Eingang müssen wir blau machen. Ah, okay. Ja, mein Bad ist gerade gesperrt. Wenn ich da jetzt reingehe, kommt mir irgendwas entgegengeflogen. Angsthase. Genau. Ja. Ja. Kein Bock auf blaue Flecken. Schwieger oder? Freundin. Okay. Nicht, dass die blauen Flecken noch blaue Flecken kriegen, oder was? Ja. Da sehe ich aus wie geschlagen. Oh. Immer so häusliche Gewalt. Frühstück. Frühstück. Hast du unten... Ich leide mit dir. Ah, ja, Ralf. Genau, frag mal so rum. Kannst du generell keine Blaupausen setzen, also kein Geistermodus setzen? Dann hat er das gleiche Problem wie ich. Weil dann ist es... Oh, da kommt gerade eine Riesenwelle auf Brumi zu da unten. Oh ja. Ah, es ging noch. Falls nicht, schau mal hier unter Einstellungen, Benutzeroberfläche und dann das hier. Ist bei dir der Haken da drin? Stimmt. Ich finde es auch echt dämlich, dass der Default-mäßig aus ist. Ich verstehe auch gar nicht, was der Sinn dahinter ist, den überhaupt auszuschalten. Also was für einen Vorteil habe ich dadurch, durch diese Option? Dass Leute das vielleicht am Anfang nicht wollen, wenn sie noch keine Drohnen oder so haben. Die totale Verwirrung. Aber gerade am Anfang ist es auch sinnig, um seine Fabrik vorzuplanen. Ja, aber nicht jeder plant, ne? Hallo, ich bin immer noch oldschool, ich plane nicht, ich baue einfach. Denk, wenn jemand wieder ab und baue neu. Wenn jemand ganz neu anfängt, dann plant der ja nicht groß, sondern dann fängt er an zu bauen. Kein? Ja. Hast du irgendwo meine Coil gesehen? Meine was? Meine Elektro-Coil. Ja. Wo denn? Danke. I need power. Wunderbar, vielen Dank, Ralf. Hat geklappt, sehr schön, top. Danke dir, Ralf, für die Info nochmal. Vergisst man einfach viel zu schnell. Hatte ich nicht irgendwo... Oh Gott, ich baue zu viel provisorische Anlagen. Wo habe ich denn die Tunnel nochmal gebaut? Ich habe da oben abgegradet, genau. Da müsste die... Nein, die hat mir jemand abgerissen. Hat der Nachtfalter mir die Anlage abgerissen? Jo. Ah, hast du wenigstens noch einen blauen Tunnel?
mehrere sogar. Zwei. Ah, ich brauche nur einen. Wenn du stehen bleibst, kriegst du sonst nicht. So. So, schauen wir mal. Reicht's jetzt vom Input? Will doch da nicht so hässliche Anlagen mitten in den Erzfeldern stehen haben. Hast du Doskia gerade hässlich genannt? Achso, wir müssen natürlich auch noch. Ich brauche noch mehr blaue. Ist Doskers eine Anlage, die in Erzfeldern steht? Ja, ich hoffe nicht. Vielleicht. Ich würde dann als nächstes mal gucken, dass wir hier was bauen, oder? Moment. Doskert redet? So. Was? Doskert redet? Hä? Ich habe gerade im Stream geguckt und du hast geredet, man hatte ich nicht gehört, deswegen war ich gerade verwirrt, aber es war ein Lag. Nee, das nennt sich Delay, nicht Lag. Wegen dem Erz meinst du, oder? Ich hätte mir jetzt, ich habe angefangen, Maschinen habe ich schon zum Großteil. Mhm. Ich würde dann mal anfangen, Erzanreicherungen zu basteln. Die Anreicherungsanlage? Jo. Ich weiß gar nicht, ob. Ich dachte, Schnaps baut die. Die Anreicherung, Erze. Oder? Also. Ja, habe ich sogar schon ein Konzept für. Ich bin nur gerade bei deinem Chlor bei. Okay. Weil es ja mit Flüssigkeit auch nichts zu tun hat, mit Schmutzwasser. Eben, deswegen ging das in seinen Bereich rein. Okay. Du könntest aber gerne mir bei der Arbeit helfen und die nächste Anlage planen. Für diese Provisorium hier, dass das hier auch verschwindet. Das war Kupfer, weil du hast jetzt das Holz gemacht, das ist ja wunderbar. Weil dann können wir nämlich die auch beliefern mit Holz. Und dann können wir nämlich Kupferkabel und Schaltkreise schon mal machen. Weil da haben wir nämlich auch alles. Über uns wäre was frei. Genau. Theoretisch wäre über uns oder unter uns wäre auch was frei. Kein, wir müssen nur aufpassen, dass die da oben nicht so aggro werden. Okay. Ja, dann vielleicht lieber drunter. Boah, die sind halt auch sowohl drüber als auch drunter sind Erzfelder. Ja gut, drüber hast du halt Wasser. Das müsste man halt noch aufschütten, aber dann hättest du hier keine Erze hier. Weil ich denke mal, die Anlage wird ja nicht größer sein wie unsere da unten. Großartig. Nö, wahrscheinlich nicht. Ja, eben. Das würde dann. Dann hätten wir hier so kleine Produktionsvierecke. Also theoretisch könnte ich hier jetzt wieder einen Kreisel setzen. Und hier einen Kreisel setzen und da wieder einen Kreisel setzen. Ja gut, wobei von der Grundfläche her wird sie schon größer werden. Echt? Also so hässliche Wartebahnhöfe will ich nicht. Ja gut, das ist dein Design-Idee. Also, dünnes Eis, Kollege. Ganz dünnes Eis. Nee, nur Wahrheit. Aber ja, kümmere mich drum. So. Das packen wir hier hin. Gut, dann hätten wir. Achso, ja. Vielleicht sollte ich es noch an den Bahnhof bringen. Das Zeug. Oh. Kein. Ja. Willst du mir beim Handcrafting helfen? Ja, was soll ich bauen? Deine Warenhäuser? Die dauern nämlich sonst 100 Jahre. Was brauche ich denn dafür? Massenhaft Stahlträger, die man im Inventar schön craften darf. Hm. Nee, Stahlträger. So, Leute, muss leider auf morgen früh noch zum Zahnklempner und Lockenschlosser, Friseur. Lockenschlosser nennst du Friseur, interessant. Schönen Abend noch, PS, hoffe die Folge kommt noch bei YouTube rein. Ja, MJ Commander, also das ist ja quasi, was wir hier heute aufnehmen, oder wir nehmen es ja, also Twitch nimmt es ja für mich auf. Ich werde es heute noch runterladen, werde es dann die nächsten Tage schnibbeln und dann muss ich mal gucken, wie ich es schnibbel. Weil das ist ja deutlich mehr wie die drei Folgen, die wir sonst aufnehmen. Ich meine, wir sind jetzt bei 4 Stunden und 12 minus, ja, minus so 15 Minuten Anfang. Also sind wir grob bei 4 Stunden. Und das sind deutlich mehr Folgen wie 3. Muss ich mal gucken. Aber in diesem Sinne, Dankeschön fürs dabei sein. Gute Nacht und schlafe gut. Tschüss.
So. Theoretisch haben wir ja hier die Aufteilung, also das Warenhaus ja schon für die Aufteilung. Wir haben hier ein Produkt, wir haben hier ein Produkt und hier ein Produkt. Ah, die gute Gernschmelze. Entdeckt vom Ralf natürlich. 1,5 Stunden folgen. Nee, never. Da träumt doch einer. I think so. Gut, wir könnten natürlich mit jeweils 2 rein. Ob wir es beliefern können, ist eine andere Sache, weil wenn ich bedenke, das sind 6 und hier mit 6 raus und mit 2 rein. Tja, da müssen wir wirklich. Puh. Ich hoffe, wir haben nicht zu kleinlich geplant, kein. Ich habe extra eigentlich 9 Platz gelassen dazwischen. Wollen wir mal gucken, was ein komischer Mod da kann. Welcher Mod? Das mit dem automatisch sitzen. Der müsste ja mal Wege finden eigentlich. Achso, ja. Nee, ich meine nicht hier der Bahnhof. Ich rede eher von den Produktionsanlagen. Oh. Wo ich mir gerade nicht sicher bin. Ich habe dich gefragt, wie weit wäre ich nach hinten weg? Nee, es geht eher nach unten, der Platz. Nach unten? Also theoretisch, wenn ich jetzt so sehe, wir gehen ja hier jetzt mit 2 Fließbändern blau rein und gehen aber auch jetzt mittlerweile mit 2 Fließbändern blau raus. Und jetzt müsste ich theoretisch Minimum mit 3 Fließbändern zum Bahnhof. Also ist der Input deutlich weniger als der Output. Und ich habe hier drüber keinen Platz mehr, um da... Weil Eisenplatten hätten wir noch genug da, glaube ich. Wir könnten natürlich auch hier unten nochmal eine Anlage setzen, aber dann komme ich... Ja, da müsste ich das Warenhaus auch drüben noch aufteilen, am 2. Eisenplattenbahnhof. Was ja nicht schlimm ist. Nö, was nicht schlimm ist, genau. Aber dann könnte ich da, wo ich jetzt als letztes geblinkt habe, noch eine... Das war alles eins um eins verschieben, quasi. Also da, wo Zahnrad ist, bleibt Zahnrad. Da, wo Stahlträger sind, werden auch Zahnräder. Da, wo dann die Eisenstangen sind, die werden dann diese, diese Eisenträger. Und dann darunter die Stangen. Dann hätten wir zumindest 4 Input. Fände ich, glaube ich, nicht schlecht. Müssten wir halt jetzt von unten nach oben bauen am besten. Dann würde das passen. Und ich müsste es hier nochmal ein bisschen umplanen. Was aber auch nicht schlimm ist. Habe ich genug Platz? Wahrscheinlich nicht. Na, wo sind sie? Ach so. So viele Eisenplatten gerade da. Trönchen viel zu langsam einfach. Ja, jetzt bin ich voll. Kein Problem. Wir können die Eisenplatten nämlich gut hier reinschmeißen. So, GZ, Reaktor 2 ist gerettet. An Cedric, an Bob, an Phantom, Frank the Tank, Kaumos, Ami selber, an den guten Ralf, Alminia und der Nachtfalter. GZ, der Rest, ihr wisst Bescheid. Die strahlen grün. Welchen Mini-Loader-Mod habt ihr? Meine sind zu hässlich. Keinen. Das ist aus Crastorio direkt. Nein. Boah, das war einmal verklickt, einmal verrutscht und schon geht's Chaos los. So. Dann hätte ich gar nicht so viel abreißen müssen. Packen wir nämlich das hier. Nee. Das da hier. Packen wir da hin. So. Ah, okay. Hat jemand noch ein Warenlager gerade zufällig da? Ist im Craft. Alles klar. Dann gehen wir hier mal noch weiter runter. Dankeschön, Nachtfalter. Bitte. So, was ist dein Problem? Achso, dein Problem ist, dass du nicht angeschlossen bist. Findet ihr auch, dass das rote Signalkabel, die Farbe rot, fast schon so aussieht wie das Kupferkabel? Ja.
Kupfer ist ja braun. Ja, aber wenn ich. Warte mal, wo habe ich denn Kupferkabel? Also. Oh, du hast doch das Schienennetz. Also ich finde, die Farbe früher im Inventar war knalliger und hat man dann deutlich besser separieren können. Weil ich weiß, wenn ich das so auf einen kurzen Blick ins Inventar werfe, denke ich immer, das ist ein Kupferkabel. Nee. Krastorio kann ich aus irgendeinem Grund nicht starten. Krastorio 2 oder 1? Vielleicht hast du 1 und das ist nicht für 1.0.0? Vor allem, wenn es 2 ist, mal unter den Inkompatibilitäts- Mods gucken, vielleicht hast du davon einen aktiv, dann geht's nicht. Genau, guck da mal rein, richtig. So, ich muss auch pennen, morgen das erste Mal nach 16 Monaten wieder arbeiten. Oha, nach 16 Monaten, krass. Okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass du da auch wieder reinkommst in die Arbeit. Und natürlich Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Gutes Gelingen, genau, Nachtfalter. So, jetzt haben wir es da aufgeteilt. Jetzt können wir hier auch noch abzapfen. Oh, zapft ich. So, dann kopiere ich mal einfach das hier. Die Anlagen sind ja alle gleichbereit, also ist kein Problem. Dann können wir das so hinbauen. So. Und dann können wir parallel das hier einfach umstellen. Ah, müssen erst das hier wegreißen. Dann reißen wir das gleich weg. Oh, und dann dürfen wir natürlich erstmal alles umlagern hier, ne? Bis zum nächsten Mal. Ah, Elternzeit. Ja, natürlich, klar. Stimmt. Oder? Verwechsel ich dich gerade? Es ist immer sehr schwer, sich alles zu merken, was einem die Zuschauer erzählen, wenn es so viele Leute sind. Vor allem mit den Namen. Kommt man da mal ganz schnell durcheinander. Aber meine Erinnerungen würden... Nee, das würde keinen Sinn machen, weil der letzte war einer da, der gesagt hat, er ist jetzt Vater geworden. Deswegen würde das keinen Sinn machen. Weil du hast ja gesagt, 16 Monate von dem her. Ich doof. So, das kopieren wir jetzt. Und können das dann einfach gemütlich hier oben drauf klatschen. Zack. Ja, die Anlagen sind automatisch umgestellt. Das müssten wir halt noch kurz auffressen hier. Und irgendwo hinschmeißen. Keine Ahnung wohin, aber irgendwo müssen wir es halt hinschmeißen. Und die drehen wir einfach kurz, dass hier nichts mehr reinkommt. Oh, hier fehlt noch ganz viel. Ja, die Zeit, wenn Kupferkabel ausgehen. So, man merkt auch so langsam, dass es 0 Uhr ist. Meine Mitspieler sind quasi schon auf der Tastatur eingepennt. Nö, konzentriert. Ist noch hier. Immer diese Ausreden, wenn es leise wird, so 10 Minuten am Stück leise. Wir sind alle konzentriert. Ja, ich baue hier Anlagen. Ich bin gerade beim Rohrleitungsbaufindungsphase. Autokraft. Was? Rohrleitungsbaufindungsphase? Jawohl, ja. Sehr schön. Mach das mal bitte 10-mal schnell hintereinander. Ja, war echt. Ach Mann, das schaut bei euch immer so ordentlich aus und bei mir habe ich nur ein Kupfer und Eisenband. Du, das kommt mit der Zeit und ich finde persönlich, naja, so ordentlich. Mein gut, das sieht schon nicht schlecht aus, das hier, das ist okay, aber es ja, könnte deutlich schöner aussehen auch. Wir haben alle mal Spaghetti-Style angefangen. Genau. Ich sehe es halt auch immer so, ich denke als, gerade im Let's Play zum Beispiel, ist es schwer, extrem schön zu bauen, weil man will ja nicht irgendwie 30 Folgen damit sich auseinandersetzen, wie man die Anlage baut. Man möchte aber auch nicht irgendwie alles als Blaupausen vorplanen und im Let's Play dann einfach nur Klick, Blaupause setzen und fertig. Und im Stream möchte man sich eigentlich auch nicht den Stress geben und sagen, hier, ich zeige euch, wie man es schön baut und dann hat man 4 Stunden Stream und hat dann
Ich meine, ich finde, wir haben jetzt schon hier sehr lange gebraucht. Also, im Endeffekt haben wir fast den ganzen Stream nichts anderes gemacht wie die Anlage hier. Ich bin halt ab und zu immer wieder hin und her fahren müssen. Aber sonst? Ich mag keine Ordnung. Okay. Ordnung ist das halbe Leben, aber die Hälfte habe ich schon hinter mir. Okay. So ein kleines Chaos ist super. Ja, ich sag mal so, zu Hause hatte ich das auch schon, das Phänomen. Man kennt es ja so, dieser typische Büro-Chaos, so diese kleinen Stapel, da hat man mal einen Brief liegen und da hat man mal einen Wisch liegen und... Kleine Stapel? Ja, bei dir sind sie vielleicht ein bisschen größer. Ja. Und dieses kleine Chaos funktioniert aber. Also zumindest bei mir war das bisher immer so, wenn ich was gesucht habe, ich habe es gefunden. Wenn ich mich dann aber auch mal aufgerafft habe, so, keine Ahnung, ich hatte mal einen Tag frei aus irgendeinem Grund oder am Wochenende nichts zu tun gehabt, was eigentlich sehr selten ist, dann fange ich an aufzuräumen und finde nichts mehr. Dann alles schön eingeräumt, abgeheftet in verschiedene Ordner, aber man findet es nicht mehr. Man muss zig Ordner durchwühlen, bis man den Scheiß mal findet. Und dann fängt man an zu suchen und sieht schlimmer aus, wie es vor dem Aufräumen ausgesehen hat. Ja, das ist auch noch genau. Ah nein, das waren Eisenstangen. Nein, ich wollte keine Eisenstangen nehmen. Behalte. Ich wollte doch Eisenträger. Wobei ich bei mir persönlich da sagen muss, das ist bei mir sehr unterschiedlich zwischen Privat und zwischen Arbeit. Also auf Arbeit bin ich hypergenau und hyperordentlich. Erst was arbeitest du? Ja, das wüsstest du gerne. Das ist unabhängig davon, als was ich gearbeitet habe. Auch als ich früher technischer Zeichner gelernt habe, bin ich nach Hause gegangen bin, war mein Schreibtisch aufgeräumt. Ach, frei raus, ich würde nicht gerne mit dir zusammenarbeiten. Ist mir zu anstrengend, glaube ich dann. Ja, Abläufe müssen einfach optimal funktionieren. Ich muss auf Arbeit hingreifen können und das in der Hand haben, was ich in der Hand haben will, weil es immer da liegt. Weil nur dann funktioniert es ordentlich. Das Ludolf-System, genau. Genau. Da sind wir aber dann weit weg entfernt von ordentlich. Ja. Wieso? Die hatten ihre eigenen Ordner und die wussten ganz genau, dass es hinten oder rechts ein einer T5 ist. Zwischen dem und dem Regal. Genau. Uwe. Und gefunden, ohne Stress. Ja. Gute Uwe. Ich mag auch das Symmetrische nicht. Oh, Arminia. Aber die Symmetrie. Symmetrie ist geil. Das ist doch das Heilige in Factorio. Die echt Symmetrie. Ich habe auch symmetrische Stapel bei mir auf dem Schreibtisch. Chaos, aber symmetrisch. Oh, also ich hoffe, ich mache jetzt nichts Falsches, aber beim letzten Mal hat es funktioniert. Wenn es um Sauberkeit geht, schaut euch mal Schnapps Stromnetz an. Ich hoffe, du hast es so gebaut wie beim letzten Mal. Mal gucken. Ja. Ich drücke jetzt mal drauf. Ja. Ne? Also mal hier unten mal gucken. Das hier ist Symmetrie hier. Richtig schön. Schöne Kächelchen hier. Da drüben ist es leicht schräg, aber das ist halt dann wahrscheinlich durch die Rohrverlegung ist ja die Anlage eh leicht verschoben. Geschuldet, aber ansonsten. Genau. Vor allen Dingen schreibt Schnaps geheime Nachrichten. 1881. Ja, so gesehen, ja. Das erkennt nur kein. Wobei, eigentlich ist es doch eine 18 und dann 88. Eins. Oder 18881. Möchtest du so etwas mitteilen? Wirst du schlecht behandelt? Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Wenn du einfach 18? Mal so ein SOS findest. Genau. Knappst, dann müsstest du es vorne aber ein bisschen ändern. Ja, wenn du 20881 hast, weiß mein Geburtsdatum. du bist zwei Tage zu früh dran. Ah, da kriegen wir auch noch hin. Oh, schon wieder Zahl. Auch bin ich froh, wenn wir eine Anlage haben für Montagemaschinen. Ich drehe das jetzt noch ab. Ich baue hier gerade eine andere wichtige Anlage. Ja, die ist auch wichtig. Die baue ich gerade nicht, was du jetzt wahrscheinlich meinst. Achso, was baust du? Ja. Ach, Landaufschüttung? Ja. Das werden wir auch noch ein bisschen was brauchen.
Ja, klar. Allein, wenn ich das hier schon sehe. Falls du mal dein Holz erweitern willst, ist es ja mega im Weg wahrscheinlich. Wobei, kannst du auch nach oben bauen. Geht auch. Oh, Holz ist noch gar nicht im LTN, oder? Nö, das ist ja erstmal nur vorgeplant. Okay, alles klar. Uff, 0.05 Uhr, willkommen im Oktober 2020. Ach du Schande, wir haben Oktober. Oh je, meine. Ah, yeses. Ah, yeses. Aber das ist ein gutes Stichwort. Da ich ja keine Pause machen wollte, um aufs Klo zu gehen und gerade durchhalte wie so ein Irrer, es wird so langsam ein bisschen grenzwertig und wir wollten ja eh Richtung 0 Uhr Feierabend machen. Nicht, dass er platzt. Soll ich dir mal so ein leichtes Wasserplätschchen einspielen? Das bringt nichts. Das haben schon so viele Leute probiert. Das lässt mich komplett kalt. Eiskalt. So eiskalt wie der Wasserfall irgendwo. In Nordend. Genau, in Nordend. Da wird es irgendwo einen Wasserfall geben, mit Sicherheit. In den Fjorden. Genau. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier heute für heute mal erstmal Feierabend. War ja auch eine relativ spontane Sache, dass wir überhaupt streamen, was Factorio angeht. Morgen, wie gesagt, gibt es einen Überraschungsstream. Das werdet ihr dann im Laufe des Anfangs erfahren. Wir treffen uns ja immer kurz vor 20 Uhr. Palabern ein bisschen und da wird es dann auch verraten. Ah, ich muss darauf noch was hinarbeiten. Genau. Eine lange Nacht. Und die Augen sind schon gelb. Bei dir, Phantom. Credits, jawohl, gut, dass du sagst. Habe ich ausnahmsweise mal gar nicht vorbereitet. Streamlabs. Und parallel können wir mal gucken. Wer ist denn noch da? Wen können wir denn... Wo können wir vorbeigucken? Lass mich nur ganz kurz die Dinge fertig machen. Wo ist es denn? Endcredits? So, da? Mal, wenn der noch online ist, kann ich dir einen nennen. Warte mal. So, ich rate keine, die ich nicht kenne. Ich aber. Persönlich. Ja. Ja, ist nicht da. Alles gut. Ja, aber wie gesagt, ich rate eigentlich nur Leute, die ich kenne. Wenn du den kennst, ist es schön, aber ich kenne ihn nicht. Deswegen rate ich nicht. Ich muss mir den erst angucken. So, ich würde sagen, dann gehen wir einfach zur Nachtschicht rüber. Trashy scheint heute nicht da zu sein. In diesem Sinne, Dankeschön. Ja, Phantom sagt es schon richtig. Dankeschön fürs Dabeisein. Und ja, wir sehen uns morgen wieder, 20 Uhr. Spätestens geht's los. Ansonsten, Factorio wird ja ganz normal dann weitergehen. Lasst euch überraschen, wie ich das schnibbel. Ich meine, gut, die, wo jetzt heute da waren, werden sich es nicht angucken, logischerweise. Ob das jetzt mehr wie 3 Folgen werden, ob ich nur 3 Folgen rausschneide, ob ich mehr rausschneide, das ist halt der Nachteil, wenn wir Factorio streamen, dann kann es halt passieren, dass ihr dann längere Zeit Folgen seht, die ihr halt schon kennt. Zumindest diejenigen, die heute da waren. Ansonsten der nächste Stream morgen und dann am Dienstag. Ich möchte auch Shadow Tactics mal wieder weiterspielen und dann würden wir vielleicht dann den nächsten Dienstag dafür anpeilen. In diesem Sinne, ich gebe mal noch ein kurz Raid die Nachtschicht. Sage allen eine gute Nacht. Schlaft schön, Dankeschön fürs Dabeisein und wenn ihr noch nicht ins Bett gehen solltet, sagt liebe Grüße drüben bei der Nachtschicht, spammt die Dossi-Smileys, ich komme auch gleich nochmal kurz mit rüber, kurz ein Hallöchen sagen und natürlich, hab ich fast wieder vergessen, wir schwenken hier um auf das Streamende, ich hau noch kurz eben die Credits raus, packt noch ein... Bitte? Und die Landaufschüttung läuft. Die Landaufschüttung läuft, wunderbar. Yay. Und ich sage gute Nacht. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. Bye, bye.